Mit freundlicher Unterstützung der Shooters Corner aus Butzbach habe ich hier zwei Kurzwaffenhalter zur Verfügung gestellt bekommen, die ich euch ganz kurz vorstellen möchte. Und zwar geht es hier um den Six Gun Modular Pistol Rack für insgesamt 6 Kurzwaffen und hier nochmal dasselbe für bis zu 12 Kurzwaffen. Ihr seht hier, ich bekomme hier sehr problemlos insgesamt 6 Kurzwaffen in den kleinen rein. Ich habe die Möglichkeit, ich zeige euch das hier an dem 12er, die Breite der Mündung, wo sie aufgelegt wird, auch durch Wegnehmen dieser einzelnen Lamellen, durch Wegschneiden, auch für breitere Mündungen diese entsprechend anzupassen. Ich kann es natürlich auch, wenn erforderlich, hier ein bisschen was wegnehmen. Man kann es also komplett so bearbeiten, wie man es selber benötigt. Ist jetzt hier zum Beispiel der 12er zu breit oder ich habe einen Waffenschrank, wo ich vielleicht 2 mal 6 Stück unterbringen könnte, dann kann ich hier an der Seite diese Plättchen rausnehmen, das sind wie so Klemmplatten, so Klemmscheiben, und dann kann ich anfangen, dieses System einfach auseinanderzunehmen. Nach Bedarf und nach Platz. Und dann kann ich hinten einfach diesen Kunststoffstab, der da drin ist, wo das alles eingefädelt ist, sieht man hier, hier und hier vorne, das sind also 3 Kunststoffstäbe, die da durchgehen, kann ich dann mit einem Seitenschneider einfach abzwacken und dann wieder die Plättchen zur Sicherung drauf machen und fertig. Ich habe das jetzt einfach mal probiert und habe hier meine 6 Primär-Kurzwaffen reingepackt. Wir haben die Glock, wir haben die CZ, wir haben die PK380, wir haben die P07 Kadett, wir haben einen Revolver und wir haben die P08. So, und dieses Paket, wie es jetzt hier ist, wo ich vorher 4 Waffen nebeneinander mit den Rottner-Kurzwaffenhaltern reingekriegt habe, bekomme ich hier problemlos, ohne das Ding auch nur im Ansatz zu verändern, alle 6 Kurzwaffen in einfach meines Regals im Waffenschrank. Passt wunderbar. Und die Waffen sitzen auch ziemlich fest. Hier vorne, wo die Mündung reinkommt, sage ich mal jetzt eine Glock oder die CZ, die sitzen da richtig schön press drin. Genauso auch die PK380 und die P07. Revolver ist ein ganz klein wenig lockerer, wird aber durch den Druck der anderen Waffen, die halt ein bisschen kräftiger sind, gehalten. Und dasselbe gilt dann halt auch hier für die P08. Also könnte ich jetzt zum Beispiel die P07 nehmen, mache die P08 in die Mitte, dass sie einfach ein bisschen besser gehalten wird, nehme die P07 und packe sie an den Rand. Und damit ist einfach ein bisschen mehr Druck auch auf dem Revolver. Preislich bewegen wir uns hier durchaus in einem mittleren Bereich, der aber in meinen Augen durchaus gerechtfertigt ist. Der Six-Gun Modular Pistol Rack liegt bei 41,50 € beim Shooters Corner und der 12er liegt bei 78,30 €. Absolut gerechtfertigte Preise in meinen Augen und man muss ganz ehrlich dazu sagen, es bringt wirklich Ordnung in den Waffenschrank. Anstatt dass die Waffen irgendwie aber nur angelehnt liegen oder wie auch immer, ich finde dieses System sehr, sehr praktisch und kann es absolut wärmstens empfehlen. Das sind die Modular Pistol Racks, einmal für 6, einmal für 12 vom Shooters Corner aus Butzbach.